Und hinein geht's. Nein, wir speichern nicht. Drinne erwartet uns eine Fest. Ui, ja. Eine Festung. Molten Airship. Auf dem Cooper-Planet. Das sieht lustig aus. Ja. Mecha Cooper, der sich gerade umdreht. Ach du Scheiße. Ach du. Oh je. Lava. Ziemlich viel davon. Das finde ich ja nicht so toll. Lava ist nicht so gut für meine Haut. Die verbrennt dann nämlich. Könnte hier eventuell ein Pilzton sein. Danke. Das ist sehr freundlich. Dass du meine Prophezeiung wahr machst. Ich habe nicht damit gerechnet, dass jetzt sowas drin ist. Okay. So, wo kommt jetzt meine Plattform gefahren? Da ganz rechts hinten. Ah, okay. Kleine Zwischenplattform. Da musste ich dann nicht unbedingt hoch, oder? Nein, sag nein. Alles an, nein. Hier rein? Nö. Hier unten könnte was sein. Na, nö. Komme ich jetzt noch da hoch? Jupp, geht noch. Mittelpunkt. Ja, schön lange aufbleiben. Sehr gut. Ich weiß nicht warum, aber ich kann mit diesen Dingern reden. Mit Metall und ähnlichem. Oh, schade. Hätte ich hier vorher noch das Upgrade aktivieren können, hätte ich jetzt noch eine Feuerblume gehabt. Aber es sollte nicht sein. Och, Manu. Blöde Maulwürfe. Ich mag Maulwürfe eigentlich. Das sind lustige Tiere. Meine Mutti muss einen wahren Monster-Maulwurf im Garten haben. Ah, der baut. Hügel. Wie Kamelhöcker. Und jetzt aber. Ups. Ups. Sehr gut. Naja, letztens ist schon fast das Schaf umgefallen. Ja, genau. Mario. Das wollte ich von dir machen. Schön. Ah, schöne fette Stampfattacke mit dem Hintern in die Lava. Super Sache, das. Genau so machen wir das hier in Deutschland. Ja, so ist das. Wow. Das war so klar, dass er genau dann hochkommt. Oh Mann, oh. Gib mir Items. Items. Ich will Items. Wir haben 10 Hämmer. Die müssen eingesetzt werden. Dann kriegen wir eine tolle Mütze. Das macht uns awesome. Das ist die awesome Mütze. Mützenzeit. Aber der Panzer hilft nicht so wirklich, muss ich sagen, leider. Uff. Wie bin ich denn jetzt bitte da rein? Wie bin ich denn? Was? Oh Mann, oh. Wie zur Hölle? Habe ich die Seite seines Schraubenschlüssels mit dem linken Zehennagel berührt? Der linke Zehennagel, genau. Ich habe nur 2 Zehennägel. Das ist so eine tolle Sache. Dafür 3 Füße. Das ist ganz lustig. das hat jetzt nicht so viel gebracht. Einfach weil ich nicht vermutet habe, dass ich dann getroffen werde. Naja. Das Molten Airship halt. Wie man es kennt und liebt. Interessant, ich werfe alle Hämmer nach rechts. Zu meinen Feinden, den Maulwürfen. Und das trifft mich. Nein, aber das hat mich trotzdem fast getötet. Sehr interessant. Okay. Und hier rüber. Und hier rüber. Und darüber. Und überall rüber. Nee, das hat nicht ganz gereicht. Lauf, Mario. Wow. Okay. Sehr schön. Ah. Die sind ganz schön fix. Nochmal drehen, nochmal drehen, nochmal weiter drehen. Ja. Gleich hier an der Wurzel ausrotten. Oh! Pff, was? Wie bitte? Ja, das bitte funktioniert. Keine Ahnung. Ja, Hammerzeit. Weiß nicht, ob ich da vielleicht hoch wollen würde.
Na, ob das gut war, wer weiß. Egal. Was erwartet mich in dieser Röhre? Ein Miniboss, ein Ende. Ende? Okay. Hier gibt es ziemlich viele von diesen Schiffen und irgendwelche besonders aussehenden Level offensichtlich. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass der Turm nicht der Mittelpunkt war, sondern vielleicht nur der, naja, vierte Punkt, was auch immer. Und... What? Bowser's Castle. Wie jetzt? Wir sind am Ende. War ein bisschen wenig. Starcoins? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Was? Jetzt schon? Moment. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Bowser's Castle. Okay. Hammer! Es ist Hammerzeit. Wir gehen hier unten weiter. Yep. Pff, tolles Geheimnis. Genau, das war sein geheimer Vorrat an Sprungplattformen. Er ist ein Sprungplattform-Alkoholiker. Sprungplattform-Holiker. Ja, kennt man kaum, aber ist so. Ach, Manu. Gut, nicht, dass ich hier meine Upgrades brauchen würde bei dem Feuer und so. Das, nee, nee, nee. Ich doch nicht. Oh, nee. Big Fat Koopa, Bruder. Will ich da rein? Ich glaube, ich will da rein. Aber ich glaube, ich will zuerst mal wieder ein Upgrade. Ich komme da nicht rein. Ja, Mittelpunkt. Das ist auch nicht schlecht. Wieso ist hier ein Panzer? Lass mich raten. Diesen Panzer muss ich zum Ende bringen, wenn ich denn... Ah nein, ich glaube, die wird der Waffe leben gedacht. Na, ich glaube, ich krieg nur eins hier. Nicht mal das. Eine ist weggegangen. Was bist du so rot und schämst du dich? Ja, ich würde mich auch schämen. Das war nicht nett von dir. Und das wird auch nicht gut sein. Ja, knappe Sache. Die sind ein bisschen aggro dafür, dass sie sozusagen... Oder vielleicht haben die Angst vor der Lava. Das kann auch sein. Das ist sofort wie immer wieder... Oh, ich will da nicht rein. Oh, ich will da nicht rein. Mal wieder rauskommen. Oh, hier schwankt es schon ein bisschen. Da wird einem ja übel. Übelst übel. Ah, nicht dahin. Das ist eben... Was? Das kann nicht Bowser's Castle sein. Ah, nein, 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 nein. Endbossraum? Hui. Groß ist hier geworden. Hallo, Peach. Wie gesagt, ich war am Strand. Also musst du irgendwo auf einem anderen Planeten sein. Das ist nur logisch. Und zack. Nein. Verdammt. Was? Kämpfen wir. Ich bin unten. Ach so. Okay, wir waren doch noch nicht ganz am Ende. Muss ich jetzt von unten wieder hoch in das Schloss oder was war jetzt los? Irgendwie sowas wird es doch sein. Oder wir sind im Berg. What? What? Underground Railroad. What? Okay. Bin ich immer gespannt. Und wieder. Tankzeit? Naja. Besonderes Levelzeit, würde ich mal sagen. Und Scrolling Level. Neue Musik? Neue Musik. Ist hier oben Lava? Nein, das ist nichts. Wir fahren mit der Eisenbahn. Und sind auf einen kleinen Teil beschränkt. Warum auch immer. Und zack. Oh, Gott sei Dank ging das auf. Ich dachte schon, ich wäre verloren. Na, dann schauen wir mal. Ich gehe mal davon aus, wir müssen zur Lok oder ähnliches. Oh, hey, lange nicht gesehen, Banzai Bill. Lässt sich von seiner kleinen Explosion aufhalten. Okay, 100 Sekunden. Kürzere Zugfahrt, würde ich schon sagen. Eine Lava. Supi. Auf einmal fängt es an, schneller zu werden. Völlig sinnfrei. Na gut, dann halt nochmal. Ich habe irgendwie nicht ganz mitgekriegt, warum das auf einmal so knapp angezogen ist. Naja, 100 Sekunden, also es soll so sein, dass man wirklich ganz knapp wahrscheinlich zum Ende kommt.
Ja, geil. Das konnte ich jetzt so schnell gar nicht machen. Upf, drei von den Teilen. Und das war's. Nicht? Okay, dann halt nicht. Ihr merkt schon, dass ich hier so ein bisschen daneben bin. ich glaube, das ist eine Lokomotive. Ich gehe mal ins Führerhäuschen. Sehr cool. Und ein Scheiter. Und es laggt wieder ein bisschen. Ich hoffe, dass es das noch bis zum Ende hinkriegen. Ja. Ich frage mich, was das ist. Ich glaube, ich muss mein System mal reinigen. Tut mir auch leid. Wir beenden das Level noch schnell. Und dann... Ich finde es schade, dass ich jedes Mal so beenden muss. Aber was soll ich machen? Ich müsste wahrscheinlich den Computer mal neu aufsetzen. Er ist jetzt 2 Jahre oder 1,5 Jahre auf dem Stand. Jetzt ist es wieder gut. Wahrscheinlich wieder irgendein dummes Programm. Ich hasse das ja, wenn die im Hintergrund starten. Die meisten stelle ich ja eh selbst ein, aber naja. Vulcano Rapids. Na, auch eine Referenz. Offensichtlich haben wir hier noch eine ganze Menge zu tun. Also würde ich sagen, bevor jetzt noch irgendwelche anderen Upgrades oder Updates oder irgendwas in der Richtung dazu kommen, mache ich hier kurz Schluss. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal zum finalen Bosskampf bestimmt. Ja, ich denke mal so 3, 4 Level dürfte es noch geben und dann geht's um Bowser und Peach. Also, bis dahin, ciao, ciao!